Ich komme gerade zurückgewatschelt von der alten Base und der neuen Base. Also bei der alten Base habe ich geguckt, dass alles mit dem Forschungspack einigermaßen läuft. Und bei der neuen Base, zweite Base, ich glaube, wir wollten uns auf Nummern einigen, ne? Genau. Zweite Base habe ich halt wieder Schienen geholt, dass wir da einen kleinen Puffer haben, auch wenn ich nicht vorhabe, damit jetzt sofort was zu machen. Den Zug musste ich auch einmal komplett neu befüllen mit, nicht überfahren. Einmal komplett neu befüllen mit Loks. Ich habe noch nicht gebaut, dass die automatisch befüllt werden. Also eigentlich müsste man in jeder Bahnstation noch eine Kiste hinbauen, mit Loks reinschmeißen. Aber das Ding fährt momentan eigentlich eh nur im Kreis und macht nichts, weil so viel wirklichen Dampfverbrauch haben wir hier eh nicht. Ich denke, ich werde es einfach hinauszögern, bis wir später einen Anschluss haben an eine ordentliche Holzstation. Und da füllen die sich dann auf, weil es halt keine Asche produziert. So. Jetzt haben wir auch, also ich hatte auch kein Eisen mehr, jetzt habe ich auch genug Rohre gebaut, genug Poles gebaut und so weiter. Das sollte alles passen. Heißt, wir haben das jetzt hier ordentlich, wir haben in der Mitte also mehr Platz. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, dass das hier die Mitte ist, sollten wir das auch ein wenig anders hervorheben. Das verbraucht viel Ressourcen jetzt, oder? Ja. Aber wir können auch schnell laufen, das ist okay. Also die bessere Concrete-Produktion läuft, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt hier schon 3300. Das hatte ich halt nur halb, war das falsche Stelle. Hier. Ich hatte das halt nur halb automatisiert damals. Also es kommt halt nur Concrete von da, aber Stahl und die Sticks, die Metallsticks, die musste man immer noch von Hand reinlegen. Muss man immer noch. Aber ich habe jetzt halt ebenfalls wieder nur halb automatisiert. Ich weiß, ich schlude ein wenig. Hier, für die Gleise. Das sind auch schon wieder 136. Das habe ich einfach so aufgebaut und es arbeitet vor sich hin und ist eigentlich völlig ausreichend. Und da habe ich halt aber auch private Kisten unten für Sticks und für Schrauben. Und dann, wenn ich halt hier in der Nähe bin, dann schnappe ich mir einfach da auch einen ganzen Rucksack voll mit Metal Sticks und werft die dann hier unten rein und dann läuft das erstmal eine Weile. Ja, da sind schon wieder 390, obwohl ich gerade erst da war. Also, ne, schön, dass das soweit klappt. Jetzt aber das Wichtige. Kohle, Kohle, Kohle. Wir bräuchten auf jeden Fall, ich hätte mehr abholzen sollen hier unten. Wir bräuchten auf jeden Fall einen ordentlichen Abstand zwischen jeder Arbeitsstufe. Also wir haben jetzt in dieser Arbeitsstufe drei Flüssigkeiten hergestellt. Wobei ich mir nicht sicher bin, was davon Flüssigkeit ist und was nicht. Die Tropfensachen sind normalerweise Flüssigkeiten und das sind, also nicht Tropfen sind normalerweise Gase. Aber das da sieht sehr flüssig aus, das Pitch. Nun gut, den Mittelbereich könnten wir auch nutzen. Also erst müssen wir das gleich noch anschließen, fällt mir ein. Oh, ich habe das Wasser gar nicht hergeholt, ne? Da gibt es übrigens gute Nachrichten. Es gibt später eine Forschung, damit können wir Wasser auch direkt aus dem Boden holen. Allerdings ist das... Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Water. Drilling Fluid. Effects Wasser. Ja, braucht dieses dritte Science Pack, das dauert noch. Ja, das werde ich dann später machen müssen. Mit dem Wasser. Du brauchst das auch Wasser, ne? Ja. Produziert denn ebenfalls Tar? Tar müsste dann also von hier wieder zurückgeführt werden, da oben rein. Das ist okay. Das können wir schon mal kurz anschließen. Tar. Also hier kommen ja theoretisch mehrere davon daneben. Das heißt, du hast wieder so eine Geschichte. Und hier wieder. Bum, bum. Oder das ist zweimal dasselbe. Ja, das ist okay. Der Tanta steht unpraktisch. Das steht echt maximal unpraktisch. Okay, warte, ich am Plan. Du runter hier hin. Da hier noch später mehr hinkommen, ist es auch okay, das so zu befüllen. Normalerweise wird es halt komisch aussehen, wenn man einen Bogen drumherum macht. Aber es ist ja eigentlich kein Bogen. Es ist ja eigentlich nur ein zum temporären Mittelpunkt führen oder so. Das heißt, du kriegst hier... Wir müssen jetzt hier auch was mit dem Wasser. Also machen wir das mal so. So. Das sieht okay aus. Ich hätte gerne mehr Licht.
schön. Also Wasser dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und auch kombinieren. Ja, das ist doof. Also wir werden jetzt definitiv keinen Wasserzug haben, weil wir später Wasser aus dem Boden jederzeit überall holen können. Ich werde aber ein sehr langes Rohr bauen müssen. Ja. Und es kommt dann auch über die Gleise rüber. Ah. Na gut. Immer positiv sehen. Versuchen, positive Sachen zu finden. Wir können uns später freuen, wenn wir das wieder abreißen. Wenn wir die Technik dann haben. Das wird toll. Ne? Gero-Zunft, bitteschön. Ich bin so ein netter Gero. Ja, ich bin nur so ein netter Gero. Ich bin kein Gero-Wehr. Ich bin gerade existent. Das ist okay. Das. So. Also, wir haben hier einen Schritt, wir haben da einen Schritt, die haben jeweils einen Output und die bekommen jetzt Platz. Also hier Platz für den Abtransport. Auf jeden Fall, auf der Seite haben wir natürlich viel mehr. Das brauchen wir nicht wirklich, aber wir wissen ja nicht, wie jeweils das ist. Aber so gefällt mir das. Das heißt, wir können jetzt hier schon die nächsten Sachen anfangen mit der Verarbeitung hiervon oder sollten wir nochmal irgendwie mehr Abstand haben? Wofür könnte man mehr Abstand gebrauchen? Also man kann immer mehr Abstand gebrauchen, weil wir haben genug. Oh, haben wir nicht. Was bist du? Ach, B2-Manager, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Okay, alles gut. Kurzfristig Panikmodus aktiviert. Also nee, wir haben nach unten genug Platz. Wenn wir Platz haben, sollten wir Abstand haben. Wer weiß, was da noch alles kommt. Eventuell müssen wir noch eine Bahn hier durchjagen oder keine Ahnung. Also, nächster Step. Gehen wir da von links nach rechts durch. Mit dem Tar können wir diese komische Asphaltgeschichte da machen, ne? Nö, das will ich nicht hier haben. Weil das braucht Stein und Stein produzieren wir hier scheinbar nicht. Und ich will keinen Stein hierhin liefern. Das ist eh schon eine sehr große Base. Ja, ich denke, den Pitch bringen wir zu einer Station. Also hier kommt ja die Station mit den Gasen, Flüssigkeit und sowas. Pitch kommt weg. Können wir uns das irgendwo notieren? Wir könnten uns da notieren, ja. Ich deute es lieber erstmal an. Du gehst jetzt hier raus und bekommst direkt da einen Tank. Nie direkt einen Tank, immer Tank mindestens ein Rohr zwischen, damit man dann Ventil reinhauen kann. So. Voiden. Wir brauchen es wahrscheinlich wirklich nur für den Asphalt. Wir könnten es voiden. Ich weiß nicht, ob ich es will. Überlegen wir uns im Hinterkopf. Dann haben wir hier Kreosot. Kreosot brauchen wir definitiv. Kreosot brauchen wir für die Impregnated Wood Geschichte. Einmal für unsere Schienen. Das ist aber nur eine Sache, die... Ja, also wir werden eine ganze Weile Schienen brauchen, aber es ist eine endliche Sache. Davon brauchen wir irgendwann nicht mehr. Hier bei den Circuits brauchten wir die, glaube ich, auch. Weiß nicht mehr wo. Da. Genau, für die Funnelbretter. Oder noch nicht Funnelbretter. Aber machst du nichts. Hier wird schon wieder irgendwas nicht funktionieren. Die Anlage war an sich eine nette Idee. Also die Methanproduktion. Aber das Setup... Okay, warte. Methan Setup. Quickfixen. Nur Quickfixen, was an sich ja das Problem hier auch schon war. Aber wir werden die Anlage nicht mehr lange brauchen. Ich weiß nicht. Nee, doch, ich würde es umbauen wollen. Also es funktioniert ja. Wir brauchen nicht so super häufig Chips. Aber wenn wir eine Chipanlage haben, dann hätte ich das ganz gerne irgendwie kompakter und toller. Nee, stopp. Nicht kompakter.
Falsches Gedankengut. Dann hätte ich das gerne übersichtlicher und losgedröselter von anderen Dingen drumherum. Ja, das klingt besser und akzeptierter in der neuen Factorio-Welt, in der wir leben. So, also Kreosot brauchen wir auf jeden Fall und es wird ebenfalls abtransportiert. Ich weiß nicht, ob wir hier nicht mutmaßen, sondern überprüfen. Das klingt besser. Ich bin auch ein bisschen müde. Kreosot. So, Kreosot-Grundding. Brauchen wir für Sandcasting? Sandcasting hatten wir überlegt, hier auch vor Ort zu machen, wenn wir denn vor Ort irgendwo Stein als Abfallprodukt haben. Haben wir aber nicht. Können wir das Eisenoxid vielleicht zu Stein machen? Also irgendwie einfach klein crunchen und so tun, als wenn du Stein wärst. Iron Oxide. Nee. Nee. Okay, zurück. Hey, kann ich nicht zurück? Also da, okay. Aber das hier wird nicht resettet. Das sind zwei separate Fenster, die nur dann interagieren. Ich dachte, wenn ich das hier zurück mache, wird es auch da zurückgesetzt. Nee, alles gut. Also, mit Kreosot können wir das Sandcasting machen. Wir können irgendwas herstellen. Brennen. Ja. Oh. Quarzproduktion. Stonewall. Ja, es hat einige Verwendungszwecke. Aber momentan nur Treated Wood. Aber nichts davon hört sich so an, als wenn wir es hier vor Ort machen müssten. Purified Quartz ist Quartz Processing Stage 3. Braucht Science Pack 5. Nö. Komm hierher. Geh hier weg und mach. Also es braucht, geht das so? Du kannst immer noch unten weg, da weg, da weg. Du kannst unten weg, da weg, da weg. Ja, ist alles okay. Das Zeug hier wird, glaube ich, auch. Wir haben es weggekippt. Das hier war das Einzige, was wir wirklich brauchten, das Middle Oil. Das Middle Oil wird im nächsten Schritt weiterverarbeitet. Aber, ne? Nicht mutmaßen, nachprüfen. Anthrazit Oil. Anthrazit sagt mir was. Das klingelt negativ im Ohr. Tree Seeds MK4. Anthrakion. Braucht Schwefelsäure. Schwefelsäure ist nicht mehr super. Coal Processing 3. Okay, es ist weiter weg. Asphalt. Ist es dasselbe Asphalt, den wir bekommen aus dem Pitch? Warte. Asphalt. Aus dem Anthrazit und aus Pitch, ja. Interessant. Ich brauche jeweils Gravel. Und dann Pitch und Asche. Asche kriegen wir so gut wie überall. Oh, wobei, nein. Wir kriegen Asche jetzt nicht mehr überall. Wir kriegen Asche nur noch aus alten Fabriken. Weil in allen neuen Fabriken, die ich aufbauen werde, werden wir keine Assembling Machines mehr haben. Wir werden diese neuen Maschinen haben. Nicht die. Ich weiß nicht, wo die sie jetzt versteckt haben. Wir haben eine. Was ist Automated? Automated Factory. Die hat Crafting Speed nur 1. Und sie ist viel größer. Also ist definitiv nicht platzeffizient. Aber wir haben festgestellt, wir haben genug Platz. Und die Dinger brauchen keine Brennmaterialien und sie produzieren keine Asche. Allerdings sind die Schweine teuer, sehe ich gerade. Ja. Also wir sollten definitiv unsere Intermetallics-Anlage und allgemein diese ganzen Legierungen mit dem Nexelit und Antimony und so weiter. Das müsste ordentlich weiter ausgebaut werden.
Ja, damit wir die hier später regelmäßig als unsere Hauptwerkstatt nutzen können. Aber jetzt wäre das echt Verschwendung, die Gearboxen dafür zu verwenden. Die Gearboxen sind unangenehm herzustellen, weil sie halt auch das Fischöl brauchen, was auch noch nicht automatisiert ist. Ja, deswegen habe ich auch hier eine Liste gemacht mit Forschung, die noch jeweils eine Folge braucht. Das ist Fisch. Haben wir erforscht, aber noch nichts zu gemacht. Also nichts Wirkliches zu gemacht. Die Fischzucht meine ich jetzt. Borax. Keine Ahnung. Und Rubber. Rubber sollte wahrscheinlich nur eine einfachere Version sein von dem, was wir jetzt gerade haben. Also eine, nicht einfacher, sondern eine hat mehr Zwischenschritte, aber ist dann kosteneffektiver, das damit zu machen. Wir haben aber keine Probleme mit dem Zeug jetzt, mit den Stöpseln. Es müssen ein paar Tiere vielleicht sterben, aber das müssten sie wahrscheinlich auch in der Variante, wenn wir mit Latex weiterarbeiten. Ja, und ich habe jetzt schon zu viele MK2-Tränke. Es mangelt meistens eher an MK1. Und hier ist alles voll, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Und da liegen auch noch 756 in der Kiste. MK1-Tränke sind bei 430. Yeah. Ja, weil ich halt nicht so viel forsche, weil wir jetzt schon so viele Sachen, hier auf unserer To-Do-Liste haben, die noch gar nicht angegangen sind. Also die Anlage ist nett, unten, für die MK2-Tränke, aber sie ist total überpowered bei unserem jetzigen Stand. Was mich mal daran erinnert, ihr solltet random Dinge erforschen. Ja, bei den Sachen müssen wir auch mal gucken. Mycology. Das brauchen wir für das nächste Science Pack. Brauchen wir dafür noch alles? Oh, viel, ja. Wir haben da Batterien auf dem Weg. Wir haben Energy Generation auf dem Weg. Floor Tiles. Floor Tiles scheinen wichtig zu sein. Und da muss ich keine Folge für machen. Also erforscht Floor Tiles. Und Boron. Yep. Also haben wir jetzt Borox und Boron, was wir uns noch näher angucken müssen. Iron Processing. Oh ja, das gleich hinterher. Das werden wir dann die nächste Eisenstation machen. Also richtige separate Stationen, wo es nur darum geht, Eisenplatten am Ende abzuholen. Und wahrscheinlich nichts anliefern. Ne, das Eisenerz, wenn irgendwann das Eisenerz vor Ort dann alle ist, ne? Ja, das läuft dann mit Flüssigeisen und Hitze. Hitze. Hot Air. Kriegen wir das Hot Air wieder aus dem Geothermal oder wo kriegen wir Hot Air her? Oh, da ist auch das Borax. Ja, so schließt sich der Kreis. Ja? Also bevor wir irgendwelche anderen Minen bauen, sollten wir erstmal Borax uns genauer angucken und eine dedizierte Ecke machen, wo wir dann Borax herstellen können. Aufschreiben. New Borax Mine plus Anlage vor anderen Minen. Anlagen. So. Immer schön Borax vor Anal. Du. Safe. Ja, wir wollten. Ich lasse mich gerade wieder ablenken. Aber es sind wichtige Zwischenschritte. Ich habe ja, ne? Immer schön überprüft, was für was ist. Das heißt, das hier brauchen wir absolut nicht. Du. Geh weg. Wir hatten das hier direkt auf dem Pol. Kommt der und dich denn daran? Das ist denn jetzt so. Ja, es geht auf, okay. Boink. Die beiden könnten wir eigentlich vorerst voiden. Müssen wir schauen. Oh ja, aber das ist ja schon wieder. Okay. Zu guter Letzt das hier. Da weiß ich definitiv, wofür wir es brauchen. Ich pack's trotzdem hier. Der Symmetrie halber. Auch. In einen Tank.
Und damit sie erstmal arbeiten kann. Dann haben wir jetzt einen Feldabstand. Das ist alles nur Stein, ne? Ja. Alles planieren. Dum, 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 dum. Das Wichtigste, was bei dem neuen Weltraum-Update ja auch passiert ist, dass wir neue Planeten haben, die wir betonieren können. Yep, yep, yep. Und mit dem Muster versehen. So. Also. Hier ist jetzt ein Pol und 20%, also 1,2 Polabstände haben wir für Logistik zwischen den Sachen und der Mitte und was auch immer. Dann nehmen wir noch eine zu. Also wir haben 2,2 Polabstände und hier haben wir 2,7 oder so Abstände mit Pol. Das sollte reichen, denk, hoffe ich. Das heißt, wir machen dann hier jetzt wieder einen optischen Cut. Ich habe keine von den Dingern mehr. Bau davon welche. Oh, warte, vorher Beleuchtung. Da auf der Höhe, da auf der Höhe. Gut. Jetzt ganz klein. Ziehen wir hier noch einmal runter. Ich brauche übrigens irgendwelche anderen Teils, weil die, also die sehen optisch perfekt aus. Das Problem ist nur, sie bremsen einen jedes Mal aus. Doch ein wenig komisch sich anfühlt. Dass wenn man über Sticky Tape läuft. Aber wir haben ja später mit dem Asphalt und dem, was wir jetzt gerade forschen, hier noch andere Alternativen. Das Limestone-Ding zum Beispiel könnten wir uns angucken, auch wenn es wahrscheinlich nicht reinpassen wird. Das sieht so aus, als wie bei Minecraft, wenn Leute Texture Packs benutzen, die ultra realistisch sind. Und dann sind irgendwelche Blöcke aber noch Vanilla oder von einem anderen Modpack. Und das beißt sich denn tierisch. Ja, genau so. Achso, Abstandshalter. Du, das wäre dann hier. Richtig, 1, 2,2 und da sind es 2,7. Da auch schon mal andeuten. Den ganzen Boden hier mache ich dann zwischen den Folgen. Den Wald weiter runter abreißen mache ich auch. Aber jetzt für den ersten Schritt für die Middle Oil Produktion können wir so schon mal arbeiten. Da gucken wir immer wieder bei dem veralteten Vorgänger. Da muss hier noch weiter ausgebeutet werden. Das ist einfach noch ein Tar Processing. Braucht Dampf. Dampf sollten wir schon in der Nähe haben. Da werden dann die wichtigen Sachen hergestellt. Die Aromatics. Ne, warte. Daraus werden die Aromatics hergestellt. Das sieht nur so ähnlich aus. Daraus wird mehr Kreosot hergestellt, weil wir... Müssen wir uns gleich unten angucken. Ja, weil wir für das Ding, glaube ich, keinen anderen Verwendungszweck hatten zu dem Zeitpunkt. Müssen wir uns also auch anschauen, was daraus passiert. Also, eine Tar Processing Unit. Heißt, wir haben das gleiche Spiel wie hier oben wieder. Muss ich doch ein wenig von Hand hacken. Wie weit weg sind Handgranaten? Das habe ich schon mal geguckt, oder? Das wird unter Weapons sein. Schreibe ich Granate falsch? Oh ja, habe ich. Ups. Military 2. Nee, das könnten wir bald. Military. Oh, das könnten wir jetzt. Hau rein. Du brauchst Kohle und Eisenplatten. Das haben sie nicht mehr geändert. Ja gut, das Modpack ist allgemein nicht auf Feindkontakt ausgelegt. Also macht Sinn, dass sie die ganzen Vanilla-Waffensachen nicht so wirklich anfassen. Also es wäre irgendwie auch interessant, wenn man es kombinieren könnte. Also klar, kann man. Man kann einfach mit einem anderen Setting spielen, was nicht vorgeschlagen ist. Aber es wird dann super unbalanced sein und einfach nur mega nervig. Es wäre schön, so einen Mischmasch zu haben. Also eventuell, wenn das, das Expansion Pack rauskommt in den anderen Planeten, dass der Startplanet komplett friedlich ist,
aber alle anderen Planeten dann weiterhaben und man da dann vorsichtig sein muss. Und entsprechend weit entwickelte Beiter, weil man kommt da ja mit Raumschiffen und so weiter an, also ist man technologisch schon relativ weit. Das wäre interessant, ja. So, haben wir jetzt genug Platz für das neue Muster? Das neue Muster ist ja das da. Ignitar Processing. Ja. Irgendwas hat Plum gemacht. Flottiles. Jo. Die können wir nicht einfach so... Oh, die können wir selber... können wir nicht, weil wir keinen Kryosot haben. Habe ich Asche dabei? Nein. Ja, ich hatte mir überlegt, können wir kurz irgendwas aufbauen? Du, hi, verbrenn bitte Dinge. Nimm Kohle. Gut, wir haben gleich Asche. Aber wir haben hier Kryosot direkt vor Ort. In was für einem Ding machst du das? In einer Advanced Foundry. Gib mir ganz kurz eine Advanced Foundry. Yikes. Advanced Foundry, Limestone Teil. Limestone haben wir, Asche kommt gleich. Input von Flüssigkeit. Ein Asche. Ich sag ja, Asche wird Mangelware. Das ist alles Low-Tech, was wir nicht mehr wirklich benutzen. Oder ich übersehe gerade tausende von Stapeln. Ah ja, ich habe tausend von Stapeln mal sehen. Okay, dahin. So, das hat jetzt 350%, ist genauso schnell wie unser Refined Concrete, deutlich einfacher herzustellen. Und wir haben einen riesen Überschuss an Kreosot. Ich denke, das wird unser neuer Bodenbelag der Wahl sein. Wenn er denn gut aussieht. Größe, Größe, Größe. Nein. Nein. Genau das meine ich. Es ist darauf ausgelegt, dass wirklich alles damit voll ist. Aber wenn man halt nur kleine Strecken... Ich zeig's. Ich sag ja, das passt absolut nicht rein. Du brauchst mehr davon. Ich gebe dir eine Chance, ne? Hier kriegst du jetzt... Warte. Und ja, ich rede gerade mit Limestone-Tiles. Das ist okay. Ich mache eine Aufnahme, dann fällt das nicht auf. Du... Limestone. Also die Tiles selber sehen natürlich ganz nett aus. Aber allein, dass sie nicht bündig sind, triggert mich. Ah. Dass die Texturen zu... ordentlich und natürlich und normal aussehen, triggert mich irgendwie. Das passt nicht ins Artstyle. Ne, tut mir leid. Du bist geplättet. Ich lasse es trotzdem mal durchlaufen, einfach nur um zu sehen, wenn wir irgendwo anders mal was aufbauen und das riesig großflächig aufbauen und keine Vanille-Teils dazwischen haben, vielleicht dann. Du musst die Sachen da auch rausholen, Junge. Achso, du willst sie nicht rausholen, weil, ja, da. Vergesst mal, wie begrenzt der Output da ist. Okay, läuft. Ja, davon nicht ablenken lassen. Wir haben jetzt dich hier unten. Oh, das werden gleich schöne 20 Minuten, wo ich einfach nur Holz hacken werde auf Camera. Ich könnte auch warten, bis die Waffenforschung durch ist. Machen wir es andersrum. Waffenforschung jetzt. Bohren danach. Und was hat man noch? Iron Processing. Ja, so ist besser. Für mich. Du kannst eine Lampe bekommen. Jetzt müsste es doch eigentlich passen. Ich bräuchte eigentlich noch einen Pol unten drunter, damit ich es wirklich ordentlich mittig bauen kann. Das heißt, wir haben hier einen Fake-Pool, der kommt gleich wieder weg. Und hier drunter dich. Ja, das ist besser. Okay. Dann den. Das ist mittig, ne?
Wir haben 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 oben. Jo, perfekt. Dann ist dein Schritt jetzt Naphthalene Oil. Macht Light Oil. Braucht gleich andersrum. Braucht das rote Zeug. Das geht jetzt einmal komplett runter. Hier hin. Wir haben definitiv sehr viel Platz inzwischen. Eventuell die Tanks auch später nicht hier in die Mitte reinquetschen, sondern in diese Zwischenbereiche. Müssen wir alles schauen. Das rote Zeug ist auf jeden Fall drin, wird aber nicht angezeigt hier unten. Warum auch immer. Dann bist du schon mal da und Dampf? Dampf haben wir jetzt hier so gelöst, das ist nicht ideal. Dampf werden wir noch für andere Sachen brauchen. Dampf müsste hier in der Mitte mit runtergebracht werden. Die Höhe ist aber doof. Dann gehen wir nicht manipulieren hier so. Du geh mal. Da sind die. Nee. Okay. Ich mache unten die Bäume weg. Großflächig. Hoffentlich bald mit Granaten. Und ich suche mir hier einen schöneren Weg durch, wie wir Dampf nach unten bekommen können für alle weiteren Prozesse. Es wird bestimmt noch mehr geben, was Dampf braucht. Das ist hier recht häufig. Also bis gleich.